Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr kennt den Shop bestimmt, ich habe schon mal ein Video darüber gemacht und zwar gibt es da super schöne Taschen bei Whisk F. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken, wenn euch die Taschen interessieren, könnt ihr da schnell drauf zugreifen. Ich durfte mir ein bisschen was aussuchen und habe tatsächlich ausgesucht Sachen, die ich gerne verschenken möchte. Eine Sache möchte ich behalten, aber ich habe da schon ein bisschen an Muttertag gedacht tatsächlich. Und die erste Tasche ist für die Mama von meinem Mann, weil die steht auf Elefanten. Und dann dachte ich, das ist irgendwie schöner als Geschenkpapier oder eine Schachtel, die man dann nicht mehr wiederverwenden kann. Dachte ich, warum nicht mal eine Tasche? Und die mag Elefanten. Und da habe ich das hier gefunden. Ich fand den so mega niedlich. Das ist so ein süßer Babyelefant mit diesen riesengroßen Ohren. Die Seite ist doppelseitig bedruckt. Das ist ein schönes, festes Material. Ist wirklich richtig schön fest. Es ist gut vernäht. Auch hier könnt ihr sehen, die Henkel sind richtig gut vernäht. Finde ich ganz, ganz toll. Da passt jede Menge rein. Kann sie zum Einkaufen benutzen oder für auf die Arbeit, um ihr Trinken, ihr Essen reinzumachen. Ich fand das einfach mega süß und ist auch nicht so aufdringlich. Genau, da werden wir dann irgendwie Pralinen oder Badezeug oder irgendwas reinmachen. Da muss mein Mann mal gucken, was er da so schenken möchte. Und das hat mir gut gefallen, weil ich dachte, das kann man dann auf jeden Fall auch wiederverwenden. Geschenkpapier, das ist immer so für die Mülltonne. Finde ich einfach irgendwie zu schade und deswegen dachte ich, das trifft sich ganz gut. Und dann habe ich mir die Tasche ausgesucht und für meine Mutter habe ich mir auch eine Tasche ausgesucht. Meine Mutter steht auf Ziegen. Ja, jeder wie er möchte. Sind ja auch süß, ne? Ich packe es mal aus. Da habe ich diese Tasche gefunden, so ein bisschen anders. Das ist eher so ein bisschen ein weicherer Stoff hier vorne. Muss man ein bisschen aufpassen. Hier hinten ist die nicht bedruckt, da ist die einfach grau. Das ist so ein bisschen festeres Material. Fand ich auch echt super niedlich, ne? Diese kleine Ziege hier, ich finde die auch echt super süß. Bin mal gespannt, was sie sagt. Da freut sie sich bestimmt drüber, weil solche Sachen, die findet man jetzt nicht so. Das ist halt einfach spezieller. Die meisten Leute stehen zum Beispiel auf Elefanten oder Bärchen, sowas. Ziegen ist jetzt meistens nicht so, was man so findet. Und richtig cool, die gab es sogar auch mit Reißverschluss. Und der ist auch echt toll. Also das ist jetzt nicht einfach mal nur so günstig, sondern schon ein bisschen teurer. Innen drin ist die braun vernäht. Ist abwaschbar, das Material. Und innen drin ist sogar noch eine kleine Tasche für Handy, bisschen Kleingeld, was man eben so braucht, was man so mitschleppt. Finde ich echt super cool. Achso, das ist eine tolle Tasche. Die haben sich gemacht. Die haben jetzt echt viel Auswahl. Und wenn ihr da halt eben einfach mal ein bisschen was anderes braucht, was man jetzt sonst nicht so findet. Ich fand das cool. Hat mich gefreut, dass ich das entdeckt habe. Und dann habe ich mir noch was ausgesucht. Ich glaube, das ist von einem Anime-Film. Und zwar ist das so eine Kosmetiktasche. Ich glaube, das ist, aber ihr könnt mich auch verbessern, weil ich kenne mich da nicht so aus. Chihiros Reise ins Zauberland, glaube ich. Bin mir aber nicht so sicher, weil ich keine Anime-Filme gucke. Aber mir hat das trotzdem super gut gefallen. Fand ich richtig schön. So eine kleine Tasche noch. Ich habe halt geguckt, dass ich auch verschiedene Sachen vorstellen kann. Das ist richtig gut gepolstert, also wirklich weich. Innen drin auch gut gepolstert. Also wenn ihr da jetzt zum Beispiel irgendwelche Glastiegelchen oder sowas reinmachen möchtet, wenn ihr jetzt verreist, dann ist das hier nochmal gut abgepolstert und geschützt. Ich denke, ich werde das aber verwenden, um
Reststeine fürs Diamond Painting aufzubewahren, wenn ich ein Bild abkitte und in die Döschen passt nicht alles rein, dann habe ich noch ein paar Beutelchen übrig und dann mache ich das immer in so kleine Taschen. Und wenn ich verschiedene Taschen habe, dann kann ich mir das auch gut merken, was zu welchem Bild passt. Oder ich mache mir einfach ein Zettelchen rein und dann kann ich immer direkt nach der Tasche greifen. Deswegen finde ich das gut, wenn ich da einfach verschiedene habe. Man könnte aber auch gut jetzt Diamond Painting Stifte, so Acrylstifte einsortieren, weil wie gesagt, das ist halt nochmal richtig schön gepolstert, ist auch doppelseitig bedruckt, hat einen schönen Reißverschluss. Richtig tolle Produkte, also da ist auch qualitativ viel passiert in dem Shop. Ich habe mich gefreut, dass ich was aussuchen durfte, das sind richtig schöne Sachen, ich kann die sehr, sehr gut gebrauchen. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken. War jetzt ein kleineres, schnelleres Video, weil ich jetzt eben nur 3 Taschen hier habe. Aber habe mich sehr gefreut. Richtig schöne Produkte. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.